Zeig mal. Ja, da die Eisberge auf dem Wasser. Jökulsárlón. Dachte ich mir. Da ist ja noch ein Boot drauf. Guck mal, hier ist noch eine Straße. Kann man die langfahren? Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir sind hier angekommen, gerade vom Hafen runtergefahren in Island und müssen jetzt die letzten 830 Kilometer bis nach Reykjavik fahren. Das wird schön, aber meiner Erfahrung nach, oh wie geht denn das jetzt nochmal, der war das, ne? Jawohl. Ist das immer ein bisschen langsameres Vorankommen hier, weil man nicht so gut fahren kann, keine Autobahn natürlich und Tunneln und schwierige Straßen manchmal. Die Bianca erzählte mir neulich mal, hier gäbe es echt viele Strecken, auch die in der Karte gar nicht eingezeichnet sind in der Map, so geheime Strecken. Also da lasse ich mir von ihr mal was zeigen, denn heute, wo die Folge rauskommt, so wie sie zumindest geplant ist, bin ich nämlich mit ihr bei ihr zu Hause verabredet. Sie will mir da so einiges zeigen. Die ist da auch ganz gut in der Materie drin. Was machst du denn jetzt hier? Du hältst jetzt an, damit ich fahren kann? Ist das dein Ernst? Ja, dann fahren wir weiter, genau. So. Wie spricht sie denn eigentlich dieses komische O da? Seyois, ne? Seyois Fjödur, oder? Oder Fjur? Ich weiß es nicht. So. 50 dürfen wir hier. Ist das nicht herrlich? Guck mal, wie schön das hier ist. Übrigens, hier ist für Schneemobile verboten. Habt ihr gesehen? Das Schild gerade. Kommt aber nur öfter, glaube ich. Ah, da gibt es ein paar ganz enge Ecken. Ich weiß. Oh, diese Abbiegeinseln dann immer. Das wird noch schwierig hier. Und dann mit so einer dicken Karre. Das könnte richtig ungemütlich werden. Was haben wir denn hier? 1 Grad. Samstag 15. Naja. Scharfe Kurve, 60 erlaubt. So schnell kann ich gar nicht. Oh, jetzt ist es glatt hier, ne? Alter! Gut, dass wir nicht geschlafen haben. Wir werden viel Zeit brauchen. Wann müssen wir eigentlich da sein? Lass mal eben gucken. Sonntagmorgen. Wir haben jetzt Mittwoch. Oh, da haben wir noch Zeit. Das schaffen wir schon. Hier die Schneestangen. Wir sind ja jetzt hier im Sommer. Im Winter ist hier richtig Hochschnee. Da sind die Planken verschwunden, ne? Ja. Das geht ziemlich steil. Und dann hier überholen. Ja, nee, ist klar. Natürlich. Guck mal hier die Schneewände an den Seiten. Ich finde das fantastisch. Ja, du kommst hier nicht vorbei an der dicken Oma. Das kannst du knicken. Ja, bleib mal schön dahinter. Oh, jetzt ist ein Berg hoch hier. Oh, jetzt bin ich aber gerutscht. Ich merke das im Lenkrad auch. Das wird plötzlich dann so leicht und fährt nicht dahin, wo man hinlenkt. Ja, ist natürlich ganz gut, wenn man ein bisschen Gewicht hat. Er hat mal ein bisschen mehr Grip. Ich glaube, im leeren LKW ist das noch ein bisschen gefährlicher hier, oder? Ja gut, wenn nicht gerade Gefälle ist, ne? Hier ist windig.
Boah, ist das eisekalt. Das sieht schon so kalt aus hier, ne? Ja. Boah. Bis jetzt sind wir ja unfallfrei durchgekommen, aber ob das so bleibt? Wie viel Gewicht haben wir eigentlich? 9 Tonnen, die ist zum Glück nicht so schwer. Hier die Queen, die wir da hinten drauf haben. Einfach ein bisschen rollen lassen. Hört man den Wind? Oh, hier ist wieder besser. Bin gerade zum Schluss noch ein bisschen gerutscht. Kam gerade rechtzeitig die Straße mit besserem Grip. Ja, jetzt versucht er schon wieder zu überholen. Sag mal, bist du auf oder was? Ja, jetzt, ja, Problem, ne? So, jetzt müssen wir da links ab. Und das ist eng. Da bin ich nämlich schon mal lang gefahren. Ich kenne das. Also, das ist immer schwierig hier durchzufriemeln. Ah, je. Kriegen wir den dicken Omek denn da überhaupt durch? I will do my very best. Ich muss jetzt hier einen Bogen fahren, damit wir nicht in der Mitte hier ein Stück von der Insel wegreißen. Weil wer soll denn das bezahlen? So, so müsste das doch klappen, oder? Na, macht das mal in Außensicht, auch damit ihr das besser sehen könnt. Ja, das sieht gut aus. So komme ich rum. Ja, das passt. Siehste? Aber da muss man schön langsam machen. Weil es ist recht eng hier. Möchtet ihr hier so direkt an der Straße wohnen? Guck mal, ey. Gott. Wenn hier die ganzen LKWs durchtouren, da machst du doch kein Auge zu. Ah ja. So, wieder links. Das ist nochmal so eine enge Geschichte, ne? Ja, aber diesmal nehmen wir die in Innensicht, oder? Aber nicht ohne die Aussicht vorher zu genießen. Oh Leute, guckt euch das an. Bombe. So ein bisschen ähnlich sieht das ja auch auf Spitzbergen aus. Och, und da hätte ich so gerne mal Eisbären gesehen. Da gibt's ja welche, ne? Da muss doch mal irgendwo so einer hin. Es gibt oben in... Ah, den lassen wir noch vorbei, da. Und dann versuche ich das hier genauso abzuziehen. Wenn wir mal die Spiegel im Auge behalten. So, wo bist du? Gut. Du noch vorbei, fährst hier rein, okay. Jetzt fahre ich aber. Alle anderen müssen warten. Hoffentlich war der Bogen groß genug. Ich fürchte, diesmal nicht. Ah, der linke Spiegel. Doch, doch, hat geklappt. Hat wunderbar geklappt. War aber eng. Uiuiuiui. Ging aber. Ich habe das schon gesehen. Ich glaube, das war... Ich glaube, oder war das sogar hier auf Island? Weiß ich nicht. Irgendwo habe ich das mal gesehen. Ich meine, das wäre oben da... wie heißt das? Kirkenes, da die Gegend. Da kommt man aufs Wasser rausgucken, dann sah man manchmal einen Wal, so eine Walflosse rauskommen und so. Aber ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Sprit haben wir noch genug, alles gut, fahren wir weiter. Island! Einfach nur schön. Mal ganz was anders, ne? Als immer nur so Autobahn, blaue Schilder, Hannover, Dortmund, Oberhausen, Köln. Freier Fall. Ist es zugefroren? Habe ich jetzt nicht gesehen. Der Fluss wahrscheinlich, oder? Wieder Schnee. Oh, wir richtig Gas geben. Oh, streng dich an. Wenn du dann hier so mitten in der Einsamkeit fährst und plötzlich so sprung, verkackt dir der Motor. Gemütlich. Ja. So, da kommt ja gleich der nächste Ort. Rieu de Froidure. Ja, du mich auch. Gott. So, wieder Stadt. Das ist 50, ne?
Nee, 80. Mit 80 sollen wir hier durchrauschen dürfen? Ernsthaft? Nee, hier ist 50, guck. Nur ein bisschen spät umgeschaltet. So. Bisschen den Schwung noch mitnehmen hier. Da sind wir schon wieder durch den Ort gleich. Sind auch überall Möwen zu hören, weil wir sind ja auch hier wieder am Wasser. Sind ja auch hier jede Menge so Fjorde und so. Na, guck mal hier, Blick aufs Meer. Wer weiß, vielleicht war das ja auch hier irgendwo mit dem Wal. Müssen wir schon noch ein bisschen gucken. Oh, ich sitze wieder glatt hier. Genau, das macht man bei Glatteis. Volle Wucht hier so einen LKW überholen. Das ist die beste Idee, wo gibt. Ist das nicht herrlich? Oh, kann mir gar nicht satt gucken. Schön gemacht. Oh, der Stau auch. Schön gemacht. Ja, ist gut. Ich fahr weiter. ...746 Kilometer noch. Also bis jetzt kommen wir richtig gut durch, ne? Kann jetzt nicht wie auf der Autobahn hier langheizen, aber... läuft doch ganz gut. Jetzt haben wir Mittwoch 18 Uhr. Hier würde ich sagen... ich denke ja mal, dass auch ein bisschen dunkel wird hier. Ja, ein bisschen vielleicht. Weiß ich nicht genau. Lass mal schlafen. Was hat noch? Sonntagmorgen. Also den Samstag können wir fahren, den Freitag, den Donnerstag. Also... müsste eigentlich gut klappen. Wenn wir eine Möglichkeit sehen, mal was zu schlafen, machen wir das. Swain! Hallo, Swain! Oh. Gut, dass ich hier so ein bisschen bremsen konnte. Herrlich. Weiter die Küste entlang. Zu schnell? Ja, geht schon. Aber da kommt jetzt erstmal eine ganze Weile, wie es aussieht, keine Tanke oder Parkplatz, ne? Ich sehe da mal noch so gar nichts. Aber da kommt ein Aussichtspunkt, so eine Kamera. Die nehmen wir mit, oder? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier auf Island eine gewesen wäre. Oder? Naja, werden wir sehen. Wäre natürlich blöd, wenn es dann dunkel ist, ne? Aber ich glaube, so richtig dunkel wird das hier auch nicht. Moinsen! So. Scharfe Kurve, einmal über die Brücke. Es ist aber nicht so, dass jetzt ganz Island unter Schnee liegt. Also es gibt auch im Sommer Bereiche, wo eben nicht ist, ne? Also, dann gibt es ja auch die Geysire hier und alles. Das ist alles auch teilweise hier nachempfunden auf der Map. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo die sind. Guck mal, sind nur noch 700 Kilometer. Ist doch ein Klacks. Sind dann auch wie die Steinbrocken immer nachspawnen. Da ist so ein bisschen der Detailreichtum und die Entfernung, die Renderdistanz so ein bisschen an die Grenzen gekommen. Weil man hat ja hier eben nicht so viel Vegetation und so, aber das sieht so aus. Ich denke mal, wenn man hier in der Realität langfährt, dann hat man so einen weiten Blick auf diese Hänge der Berge. Und die sind nun mal wahrscheinlich so mit diesen Brocken, mit diesen Steinbrocken angefüllt. Und dann will man die ja hier auch hinmachen, aber das geht so nicht. Und dann sieht man hier so plopp, 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 wie die dann alles sich aufbauen immer, ne? Ja. Boah, ist aber bewölkt, ne? Blauen Himmel und Sonnenschein hätte ich jetzt ja lieber. Aber nun denn. Et it is, wie it is.
Da oben wieder plopp, plopp, plopp kommen die Steine. Ich sehe mal so gar nichts. Ein totaler Blindflug ist das. Weil der Blickwinkel so niedrig ist. Und dann zur... Ich muss doch die Hände am Lenkrad lassen. Dann zur Maus greifen und das Korrigieren ist gewagt. Guck mal, hier ist weniger Schnee. Seht ihr das? Der Schnee hört auf hier. Hier ist grün. Grün. Grün wie in Grönland. Ja, Grönland heißt Grönland, das kommt von grün, weil früher war das nämlich grün, war da kein Eis drauf. Da hieß das Grönland. Daher kommt der Begriff Grönland. Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gehört habe. So, jetzt kommt gleich hier die Markierung mit der Kamera. Da wollen wir doch mal gucken. Ach, da vorne, da ist auch ein Parkplatz zum Schlafen, ne? Hoffentlich auf unserer Seite. Sonst ist das vielleicht ein bisschen gefährlich. Gucken wir mal. Oh, ich glaube, es ist aber Gegenseite. Oh ja. Aussicht. Sollen wir hier mal schlafen? Das machen wir, ne? Guck mal, das bietet sich doch an. Da ist die Kamera. Da ist die Flasche mit dem... Uah. Du kommst aber auch angeschossen. Jetzt fahr auch. Sag mal, ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Ja, gut. So. Guck mal da, da haben wir ein Promotschild. Was steht denn da eigentlich drauf? It's ready when it's ready. Das finde ich gut. Weil die Leute immer fragen, oh, wann ist die Map fertig? Wann ist die Map fertig? Die ist fertig, wenn sie fertig ist. Irgendwann sind sie genervt. It's ready when it's ready. Haben sie ihren Slogan genommen. Das finde ich richtig gut. Jetzt sah mir so aus, das stimmt aber. Ja, sicher, hier so ein Kasten steht hier. Ja, wie fahre ich denn da jetzt? Ich meine, ihr kennt mich. Notfalls stelle ich die Karre einfach irgendwo ab und fahre nur mit der Zugmaschine auf den Parkplatz, wenn mir das hier zu frummelig wird. Da habe ich keine Schmerzen mit. So, also, erstmal hier auf die Kamera. Die will ich natürlich gucken. Oh, ich komme mal da raus. Da sind doch noch Bänke da vorne. Ah, ja, hoffentlich kriegen wir den hier gleich durchgefädelt, ey. So, Karre aus. Dann lass mal gucken. Zeig uns mal was Schönes. Ja gut, das hatten wir gerade auch schon gesehen. Jetzt geht's noch mal so in die Luft. Okay. Aber wo ist hier der Parkplatz? Rauscht ganz schön, ne? Das war's. Naja, war ganz nett, aber ich habe auch schon spektakulärere Kamerafahrten gesehen. Aber gut, allzu viel gibt es ja diesbezüglich ja auch nicht abzufilmen. Sollen wir mal gucken, kommen wir hier rum? Aber wo ist denn der Parkplatz? Ach, der ist noch weiter da drüben, ne? Oh, hier kann ich schon mal parken. Dann parken wir hier. Da haben wir keine Schmerzen mit. Wenn die sagen, du kannst hier parken, dann mache ich das auch. So, aber erst speichern. Ach, guck mal, da ist das Ding noch drauf. Das ist schon ein Weilchen her, ne? So. Gute Nacht. Fünf Uhr, guten Morgen. Ist irgendwie dunkler jetzt, ne? Mal gucken, ob wir jetzt hier wieder rauskommen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Oh, das geht so nicht. Guck mal, den kratzen wir doch an. Da könnten wir aber dann durch, wenn ich hier rumkomme. Um den.
dann würden wir ja da rauskommen. Habe ich da noch ein bisschen Platz? Oh, das geht nicht, oder? Da die Bänke? Nee, das wird nichts. Das wird so nichts. So rückwärts fahren. Noch weiter rum und jetzt ganz einschlagen. Jetzt wieder andersrum einschlagen. Kurbel, Kurbel, Kurbel. Damit wir den Popo rumkriegen. Sonst wird das alles nichts. Das wird sowieso nichts. Da muss ich nochmal nachkorrigieren. Jetzt habe ich mich hier wieder so richtig blöd reinmanövriert. Aber ich glaube, das war Absicht. Hier mit eurem Kamerasymbol. Das ist eigentlich nur eine Spielerfalle. Ah doch. Siehste? Krieg ich hin. Boah, das sieht nach Regen aus, oder? Oder ist das, weil das noch so früh ist? So, wenn ich jetzt schön gerade zurücksetze, dann können wir da wunderbar rausfahren. Nee, andersrum. Wisst ihr, so viel zum Thema schön gerade zurücksetzen. Ja, ja. Nee, das ist Kacke mit Ei hier. So, vorwärts. Ah, ich sehe gar keine Lampen so wirklich da, ne? An dem Geländer. Schwaches Licht. Nur so anmachen. Das ist Fernlicht. Das ist auch nicht gerade viel. So, jetzt aber bitte gerade. Eher sogar noch ein bisschen darüber. Aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Oder ich könnte ja noch vor den Weißen einscheren. Aber da steht der Rote, ne? Jetzt habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich jetzt durchziehen. Komm, dann mach noch weiter. Ah, ich sehe nicht. Ja, doch, das klappt. Ich sehe das an den Markierungen für die Parkplätze. Siehst du, das funktioniert. Ja, da waren wir schon nah dran. Aber jetzt können wir abhauen. Boah, ist das ein Wetter, ey. Das ist so dunstig. Kurbel. So. Da, frei. Da, frei. Auf geht's. Ah, ja, ja. Oh, guck mal, 12 Grad. Das ist ja richtig muckelig hier. So, sind wir wieder on the road hier. Alles grün, nichts mehr Schnee. Kilometer fressen. Jetzt haben wir Donnerstagmorgen. Ja. Sind ja gerade mal noch 650 Kilometer. Obwohl hier bei solchen Straßen, ne? Das dauert. Ja, ein bisschen schneiden, wenn hier keiner ist. Jetzt ist wieder vorbei. Guck mal hier mit dem Zaun. Schneidest du nix. Da stehen Schafe, ne? Habe ich meine Schere dabei? Ach so, falsches Spiel. Ist egal. Und ein Trecker. Was hier pflügst du? Was wächst denn hier? Ja, was soll hier wachsen? Orangen, Zitronen, Kiwis, Melonen. Genau. Oh, das fühlt sich komisch an. Was war das denn jetzt? Hat so gebremst, ne? Sind wir da irgendwo rangeratscht? Habe ich mir irgendwie Schaden geholt? Nee, oder? Sieht alles gut aus. Ich bin ja mit eigenem Trailer unterwegs. Den muss ich selber reparieren dann. Na? Wenn da was dran ist. Stimmt ja, das ist ja mein eigener. Habe ich eigentlich in Reykjavik eine Halle? Ich glaube wohl, oder? Obwohl. Das sieht so aus, als würde der stehen da. Guck mal, was fährt der so langsam? Guck mal. Ist los, Angst? Vor mir? Recht so. Oh, schöner Blick aufs Meer. Aber das Wetter ist oll, ne? Das Wetter ist richtig oll. Aber gut gemacht, das sieht realistisch aus. Aber ich hätte ja gerne schöneres Wetter. Hoppla. Bin ich an den Blinkertaster gekommen? Daumen. Ja,
Ja, normalerweise, ich habe ja hier das Lenkrad, normalerweise zum Blinken streckt man ja quasi den Mittelfinger raus und schiebt dann eben so den Blinker rauf oder runter, ne? Und hier ist das ja nicht so. Ich habe zwar auch so Hebel da, aber die sind dann eben einmal für Scheibenwischer und einmal für Fernlicht. Ne? Links ist für Fernlicht und rechts Scheibenwischer. Da habe ich auch Kommentar gerade wieder gelesen. Da kann man einiges machen in der neuen Version, so automatischen Scheibenwischer einschalten. Und diese ganzen Fahrassistenten mit automatischen Bremsen und den ganzen Firlefanz habe ich mir alles noch nicht angeguckt. Müsste ich erst noch machen. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das in der Realität so ist. Naja, mal gucken. Und mal sehen, was mir die Bianca, ja, wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hier am Dienstagabend guckt, was die Bianca mir jetzt gerade am Nachmittag gezeigt hat oder sogar noch zeigt, ich weiß nicht. Schauen wir mal. Vielleicht auch diesbezüglich was. Aber das ist nicht das, was mich so an dem Euro Truck Simulator jetzt so reizt. So diese Raffinessen, die technischen fürs Fahren ist jetzt, ja, ich sag mal nicht total unwichtig, aber zweitrangig, ne? Ich finde das schöner, wenn die Map richtig realistisch wirkt und ich so ein Fahrgefühl habe. Ich kenne das ja eigentlich nur richtig realistisches Fahrgefühl eigentlich vom Autofahren, vom Pkw-Fahren. Und dann, dass ich schöne lange Strecken fahren kann. Was mich so ein bisschen nervt, ist, wenn man die Mautstellen überall da macht, wo in der Realität auch welche sind. Und hier ist ja der Maßstab anders. Und wenn man dann durch Polen fährt oder so Italien und wirklich alle 2 Minuten an so eine Mautstelle kommt, das nervt mich so ein bisschen. Hätte man die dann auch vielleicht ein bisschen auseinanderziehen können. Ich wünsche mir ganz gerne so Strecken, so wie die jetzt hier, ne? Auch wenn da ein paar Kurven sind, wo ich so eine ganze Weile so meinen Gedanken nachhängen kann, einfach nur der Straße folge und mir die Gegend angucke. Das mache ich gern. Nur noch 580 Kilometer. Es läuft doch. Wieder kurvig. Ich sehe schon wieder ein Kamerasymbol. Aber das andere Kamerasymbol, das war ja farbig. Ich glaube, das hatten wir schon. Oder ich habe das zumindest schon mal gesehen. Und das nächste wohl noch nicht. Oh, das ist eine neue Kamera. Aber die möchte ich natürlich schon gerne nehmen. Und seht ihr da die Straße auf dem Navi, die da hochführt? Da unter dem 80-Schild. Auf dem eingeblendeten Navi, ne? Auf dem HUD. Das ist so ein Trecker oder sowas, ne? So ein Symbol drauf. Ich glaube, das ist eine Straße. Das ist sehr abenteuerlich, darüber zu fahren. Vielleicht machen wir sowas auch mal. Aber jetzt machen wir natürlich erstmal richtig die Tour zu Ende, ne? Ich kann das ja nicht lesen. Das ist isländisch. Ach, guck mal, hier haben sie auch diese Steingitterhaufen. Die sieht man ja überall, ne? Jetzt. In Laboe haben sie die auch gemacht, jetzt die Wände mit den Steingittern hier. Runterfallen lassen. Ich habe kein Gas, das geht alles von alleine. Weiß nicht, aber abbremsen. Oh, hier würde ich jetzt gerne mal mit dem Schlauchboot rüber auf diese Felseninsel hier. Einfach nur so. Ist so meins, und so was rumzuspielen. Da drauf gehen, da drauf sitzen, schön Picknick machen und gucken, wie die Autos hier vorbeifahren. Aber ich glaube, das ist ein bisschen frisch hier. Ah, guckt euch die Aussicht an. Ja, und so was war das. So ein Blick und plötzlich sah man auf dem Meer so eine Walflosse hochkommen. Allerdings muss man dann auch bedenken, die machen das ja nicht nur so, weil es jetzt mal eine gute Gelegenheit ist, sondern man kann, ich sag mal so, in der Regel davon ausgehen, wenn ich jetzt im Euro Truck Simulator hier so an der Bucht vorbeifahre und ich sehe da jetzt Walfischflossen rausgucken, ne? Diese erste Fluke, ne? Dann kann ich davon ausgehen, dass man in der Realität an dieser Stelle auch mal durchaus eine Möglichkeit hat, Wale zu sehen. Sonst würden sie das da nicht hinmachen. Also das ist nicht so Fantasie, das ist schon... Oha, hier liegen die Felsen auf der Straße. Habt ihr das gesehen? Naja, das sind so Sachen, wo man hier mit rechnen muss, ne? Vorsicht.
schön, schön. Schönes Island. Und so grün. Boah. Bleib auf deiner Spur. Jetzt hat man eine weite Sicht. Richtig weite Sicht. So, da müssen wir gleich rechts abbiegen, vorne. Wieg und Skaftafel. War das so? Skaftafel? Da steht nur Wieg. Das sind mal eben noch 269 Kilometer bis. Ich sag jetzt Wieg, nicht, ne? Man sagt ja auch Vicky Leandros. Aber Vogel. Und nicht Vogel. So. 500 Kilometer noch. Ey! Die Pringles! Komm, ich gib mal Gas hier. Ja, da komme ich nicht gegen an. Die Pringles. Oh, guck mal, Pferde. Steffi, hast du einen Sattel dabei? Dann nimm dir eins. Ein schönes schwarzes. Hier, so ein Rappe. Was ist hier? Schafe, ne? Oder? Ja. Aber da die Pferde. Habt ihr gesehen, wie die laufen? Guck mal, so ganz kurz sehen. So ein gechecktes, so ein Palomino-Pferd. Wie heißen die? Ach, da gibt es doch auch einen Namen für. Hab ich jetzt vergessen. Der Horizont schön leuchtet da hinten. Parkplatz. Ach ja. Ach, da ist auch die Kamera drauf. Oh, da möchte ich gerne gucken. Aber ich will jetzt nicht hier wieder rumrangieren, wer weiß wie. Aber ich glaube, das müssen wir, oder? Ich will ihn jetzt auch nicht auf der Straße stehen lassen. Auf jeden Fall will ich da jetzt die Kamera gucken gehen. Wollt ihr auch, ne? Dann machen wir das. Hier müssen wir rein, ne? Jökulsárlón. Hoffentlich kommt jetzt keiner entgegen hier. Guck mal, da ist ein Gletscher. Alter Falter. Da Boote. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich würde sagen, ich fahre mal jetzt eine ganz enge Kurve links rum, sodass wir dann vielleicht da direkt mit einem Bogen wieder raus können. Ich muss nur aufpassen, nicht zu früh abbiege hier. Sonst ziehen wir den da zu sehr über die Kante. So, jetzt fahre ich ganz eng. Weitenschlenker machen. Und die da mit dem kurzen Rock. Da friere ich schon vom Hingucken. Das ist doch bestimmt eisekalt hier. Das kann ich nicht. Ne? Wenn das kalt ist, dann muss ich wenigstens da so eine schöne, gemütliche, gefütterte Strumpfhose oder Leggings drunter haben. Sonst so, boah, nur im Hochsommer. Sonst ist mir das immer zu kalt. So. Karre aus. Ja. Erstmal so gucken. Das geht bestimmt hier die Kamera so ein bisschen über den Gletscher, ne? Ach, guck mal, Eisberge schwimmen da um Wasser, ne? Fantastisch. Ja gut, dann gucken wir mal. Zeig mal. Ja, da die Eisberge auf dem Wasser. Jökulsárlón.
Dachte ich mir. Da ist ja noch ein Boot drauf. Guck mal, hier ist noch eine Straße. Kann man die langfahren? Verrückt, ne? Da hätte ich ja dann auch Bock, da mal mit dem Boot da rauszufahren, so einen Eisberg anzufahren, drauf rumzuklettern, aber ich glaube, das ist scheiße gefährlich. Eisbären gibt es ja hier keine, ne? Auf Island. Einfach nur wirken lassen. Das mit so einem Bötchen ist auch gewagt, da musst du aufpassen. Wenn du da so ein Eisbrocken da mal dagegen kachelst, dann machst du dir ganz schön schnell das Boot kaputt. Glaubst du nicht? Frag mal die Titanic. Ja. So. Jetzt können wir nämlich erstmal ein bisschen gerade ziehen, die ganze Geschichte, und dann fahren wir mal scharf rum. Und dann können wir nämlich wunderherrlich, so habe ich mir nämlich auch vorgestellt, hier wieder rausfahren. Ecchi Bechi, wir wollten ja nur Filmchen gucken. So. 470 Kilometerchen noch. Da ist frei, da kommt auch keiner. Ja, oder? Nee. Dann machen wir das. Gut um die Kurve. Los geht's. Oh, die sieht ein bisschen eng aus hier, ne? Die Brücke, oder? Boah, passt. Jetzt können wir das. Jetzt fahren wir über die Brücke rüber mit den Eisbergen. Und dann schwimmen die hier wahrscheinlich über die Bucht raus ins Meer und treiben doch, wer weiß wie lange rum. Die Eisberge, könnte ich mir vorstellen. Ja, ist schmal hier die Straße. Deswegen 50. So, hier dürfen wir wieder 80 fahren. Kommt auch nachher, glaube ich, wieder ordentlich Schneegebiet. Ne? Ist also jetzt nicht so, dass das nur da am Anfang so grün, so schneeig war und hier alles grün ist. Das kommt auch wieder Schneegebiet. Auch wenn man oben rumfährt über Island, in dem nördlichen Bereich, da ist auch alles Schnee. Das sind richtige Straßen mit so viel Schnee, da kommt man kaum durch. Also da ist schon richtig heavy. Vielleicht fahren wir ja, vielleicht finden wir ja auch für den Rückweg dann eine Tour, die da oben rumgeht. Warum nicht, ne? Da sitzen sie dann auf der Insel drauf, da. Der Halbinsel, ne? Ja. Ach, das ist jetzt die Strecke gewesen da mit dem Trecker. Da reinfahren, das ist bestimmt interessant. Oh, 70 reicht hier. Was ist jetzt hier? Anderer Straßenbelag oder glatt? Nee, ist nur ein anderer Belag. Hier ist nichts glatt. Aber immer noch wunderbare Sicht. Ja, durch das Wetter wirkt die ganze Szenerie noch mal ein bisschen realistischer, finde ich. Ja, das Wetter, weiß ich nicht, hat noch mal ein bisschen zugenommen, aber ich kann das nicht so wirklich festmachen, was jetzt besser ist. Die Lichtstimmung oder auf Entfernung dieser leichte Nebel, diese leichte Diesigkeit oder die Wolken vielleicht ein bisschen voluminöser. Schwer zu sagen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, als hätte durch irgendwelche, ja, Verbesserungen in Wetter, Wolken oder Lichtstruktur das Ganze noch mal ein Stück weit realistischer gemacht hat. Wirkt noch ein bisschen echter alles.
finde ich. Aber es ist wirklich sehr subjektiv. Ja, auch Schafe. Hier stehen auch welche direkt an der Straße, guck. Ja. Kommt gleich der Tanke, müssen wir tanken? Boah, nicht unbedingt. Weite Sicht ist ja fantastisch. Oh, freier Fall. Dabei habe ich gar nicht so viel Gewicht, aber hier runter, das schiebt mich ganz schön. Aber jetzt geht's wieder. Sind nur noch 370 Kilometer. Sind wir ja schon bald da. Da tauchen schon wieder die nächsten hohen Berge auf. Mit Gletschern. Komm, komm in Wallung, Knattopeck. Ja, nicht übertreiben, ist ja gut. Jetzt habe ich mal Vollgas gegeben, ne? Uiuiuiui, zu schnell. So. Was ist das denn hier links? Ist das eine Startbahn oder was? Keine Ahnung, irgendwas Interessantes. Man könnte sich ja alles mal näher angucken, ne? Aber wir haben ja einen Auftrag. Wir sind ja jetzt hier nicht zum Spaß hier, ne? Naja. Ich glaube, wenn ich hier real unterwegs wäre, würde auch meine Kamera heiß laufen. Was ist denn da? Ist da was umgefallen? Da liegt was, ne? Seht ihr das? Wir sind jetzt Südland. Was ist das? Flugzeugwrack? Da liegt irgendwelcher blöder Quatsch rum. Angerostet. Sieht aus wie so irgendwelche Schächte für die Klimaanlage oder so, ne? Rotzaka F ist im Level aufgestiegen. Ja, wunderbar für die Rotzaka. Ganz schöne Rotznase, die Rotzaka. Rotz, Rotz. Ich glaube, wir haben bald wieder Schnee. Hier liegen noch so Schneereste am Straßenrand rum. Ich habe dazu im Verdacht, dass das wieder kälter wird hier. Ich fahre genau 80. Ich lock die mal ein. Können wir mal ein bisschen mit Tempomat fahren. Mein Bein ein bisschen ausschütteln hier. Gasfuß. Wenn das jetzt ganz gerade wäre, könnte ich ja mal ein bisschen die Sichten schalten. Na, guck mal, wir fahren hier links und rechts Wasser, fast ebenerdig. Wenn hier mal ein bisschen Sturm kommt oder ein bisschen Hochsee, also höhere See, dann rappelt. Ich riskiere es mal. Ah. Ja, das habe ich befürchtet. Naja, ein kurzer Moment ging. Was ist da, ein Hubschrauber? Ah ja? Ein Hubschrauber! Hier rauscht das Meer. Ist schon verrückt hier.
Bleib doch mal auf deiner Spur. Ist doch nicht so schwer. Oh, guck mal, die Sonne kommt raus. Das Wetter wird schöner. Seht ihr das? Sonnenschein. Aber hier mal rüberfahren, ist ja quasi wie so eine Landbrücke, ne? Und dann mit dem Fahrrad? Das sind etliche Kilometer, oder? Ja. Da unten kommt jetzt Vicky Myrdal. Der Richard, knapp 10.000. Na, siehste. Das wird schon, Richard. Das wird schon. Oh, wieder grün. Grün, grün, grün sind alle meine Farben. 169.000. Ja, super. Mehr als was ich jetzt hier kriege für die Tour. Einmal durch die Wiese. Sieht aus wie hier in Rising World hier mit der Wiese. Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit Verschleiß und so? 3%, das ist ja noch okay. Da kommen wir ja noch ganz gut mit klar. Was, viele Blümchen oder was sind das hier? Haben ganz schön Zahn drauf. Kerling Galaka Kamagadur. Hast du wieder an beiden Seiten Wasser? Ist irre. Total verrückt. Also so viel ich weiß, in Reykjavik, da ist aber Schnee, ne? Oder? Weiß ich nicht so genau. So, da vorne kommt gleich so eine Werkstatt. Wir haben nur noch gut 200 Kilometer. Man könnte ja nochmal schlafen. Am besten doppelt schlafen, dass wir den nächsten Tag haben. Wir haben ja noch jede Menge Zeit. Guck dir die Felsen an. Ja. Ist da jetzt hier so Tankstelle, Schlafmöglichkeit, dann werden wir uns da nämlich hinparken. Und dann habe ich zweimal schlafen. Wenn ich dran denke. So, wie machen wir denn am besten mal? Wo ist denn, hier war doch auch irgendwo eine, ah, die kommt erst später, die Kamera. Da kommt nochmal eine Aussichtsplattform. So, mal gucken. Lass mich mal eben auf die Map gucken hier. Ja, guck mal, wir sind hierher gefahren, hier und dann hier, jetzt sind wir schon hier und das müssen wir noch. Also, hier, da ist das Bett. Dann fahre ich da am besten so rum hier rein schon und dann da weiter zum Bett, wenn das geht, oder? Werkstatt müssen wir noch nicht. Ja, ich glaube, das mache ich so. Ah, lass mal den Pin stehen da. Ja, ein bisschen über den Bordstein holpern ist jetzt nicht so dramatisch. Guck mal, ob wir hier gerade durchkommen. Hoffentlich passe ich jetzt mit der dicken Karre da überhaupt durch. Ist da kein Dach? Ach, hier ist kein Dach. Ja, dann müsste das doch gehen, oder? Pass auf dann. Wenn wir schon mal hier sind, tanken wir auch voll. Und dann da hinten am besten rückwärts rein, oder? Wenn man ordentlich parkt, müsste man das ja so machen, ne? So. Okay, jetzt mal schön drauf aufpassen, dass wir nicht irgendwelche Kratzer an das Boot machen. An die Yacht. So. Jetzt mal gucken. Kann ich denn da vorne einfach mal so rückwärts rein? Will ich denn da rückwärts? Ja, wenn ich da vorwärts reinfahre, muss ich beim Rausfahren rückwärts fahren. Also machen wir das lieber jetzt, dann haben wir das erledigt. Und du, Typi, geh mal einen Schritt auf Seite, sonst fahre ich dich platt. Ja, du.
Das juckt den auch nicht, ist auch noch taub, ey. So geht das. So. Hoffentlich haben wir dann auch eine Parkmöglichkeit. Wenn ich da jetzt reinkletter. So, gucken wir mal. Machen wir das ordentlich hier. Ah ja. Die Meldung ist schon da, aber jetzt fahren wir ordentlich rein hier, ne? Das passt doch gut. Ist groß genug, das Loch, ne? So, wie viel Platz habe ich hinten noch? Das kann ich auch nur schätzen. Ich habe ja keine Rückkamera. Ja, ich glaube, so ist gut. Gucken wir mal. Ja, wunderbar. Besser geht doch nicht. So. Zack. Karre aus. Speichern. So. Und dann würde ich sagen, schlafen. Am besten zweimal. Wir können es uns erlauben. Guck mal, 7:30. Wunderbar. Freitagmorgen 7:30. Dann geht's von hier weiter. Aber nicht mehr heute. Den Rest fahren wir in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, ob wir eine Tour kriegen. Ich guck mal auf die Map. Ne, wenn wir jetzt Reykjavik hier angekommen sind, auch ein großer Flughafen ist hier. Ne? Ob wir mit dem Trailer, sonst lasse ich den eventuell hier irgendwie eine Folge kriegen, eine Tour kriegen, vielleicht hier hin. Oder eben eine, wo wir hier lang müssen. Wenn wir eine kriegen, die von Island wegführt, dann führt uns der Navi meistens immer hier unten rum. Hier ist auch leichter zu fahren. Hier oben Schnee und ach und Schneeketten und ne, hier guck, da sind die Symbole. Und da auch, also das ist schon Hammer. Ich werde dann mal, man kann ja einstellen in den Einstellungen. Das könnte man ja dann schon mal machen. Nein! Verdammt, das wollte ich nicht. Falsche Knopf gedrückt und schon ist es passiert. Also, deswegen speichere ich doch. Ne, den will man nicht laden hier. Den. War doch der letzte, ne? 20.18 Uhr. Ja. Nimm mal den. Also, so was. Ja, dauert einen Augenblick. Ach ja, dass wir oben einen rumkriegen. Mache ich das nämlich, dass ich das so einstelle, dass das, dass er mir auch kürzere Touren zeigt. Ich habe, glaube ich, jetzt eingestellt, immer die längsten Touren zeigen. Und das kann man einstellen, dass er eben kürzere auch zeigen soll. So. Und das geht wo? Optionen. Gameplay. Schwierigkeitsgrad parken, immer wählen, Straßenereignisse, Regenwahrscheinlichkeit, Zeitzonen, LKW-Einstellungen, sind das ja nicht, Kameraeinstellungen, regionale Einstellungen, Chat-Einstellungen, Konvoi-Einstellungen. Gucke ich nochmal in Ruhe nach. Dann mache ich das vor der nächsten Folge oder so. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir ein Like da, schreibt Kommentare, seid beim nächsten Mal dabei und dann liefern wir das Ding ab und holen uns wohl eine neue Tour. Ich denke mal, so weit kommen wir dann auch beim nächsten Mal. Bis dann, bye bye und tschüssi.